Ja, Olaf Scholz, unser Finanzminister der Herzen, unser Sparbuchfan, spricht wieder von Steuererhöhungen. Ja, wohin Steuererhöhungen führen und was vielleicht Arthur Laffer damit zu tun hat, bleiben Sie dran, es wird spannend. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Ja, abonnieren Sie doch gleich unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft informiert werden, wenn wir ein spannendes Video für Sie haben. Und wenn es Ihnen am Ende gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ja, Olaf Scholz, unser Finanzminister der Herzen, unser Sparbuchliebhaber, redet wieder von Steuererhöhungen. Und zwar in der Zeit Online habe ich gelesen, Olaf Scholz will Steuererhöhungen für Besserverdienende. Die Besserverdienenden müssten einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Die Abschaffung des Soli-Zuschlages sei eine Entscheidung gegen das Volk. Und das finde ich spannend, dass er sowas sagt, weil die Abschaffung des Soli sei eine Entscheidung gegen das Volk. Warum wurde der Soli zum Beispiel eingeführt? Der wurde 1990, 91 eingeführt und zwar um die blühenden Landschaften im Osten zu erschaffen. Das sollte damals zweckgebunden circa 12 Monate gelten. Und jetzt haben wir 30 Jahre später. Und jetzt wurde der Soli-Zuschlag zwar abgeschafft, angeblich, aber es ist tatsächlich so, für 90% fällt er weg. Aber immer noch bekommt Olaf Scholz in seinem Bundessäckel 50% der Soli-Einnahmen. Also für mich finde ich das total ungerecht und vor allen Dingen für Sie auch, weil auch wenn Sie zum Beispiel Sparer sind, Sie sparen Altersvorsorge in Fonds zum Beispiel an, da zahlen Sie weiterhin neben der Zinsabschlagsteuer auch den Soli-Zuschlag obendrauf. Die Frage ist: Ist es gerecht, dass Sie bestraft werden, wenn Sie sparen? Also ich finde nicht, das sollte vielleicht steuerfrei sein oder vielleicht größere Beträge steuerfrei sein. Ja, was mich auch immer wundert ist, momentan sieht man oft den Finanzminister, dass er sich wundert, dass auf einmal die Steuereinnahmen zurückgehen. Und da frage ich mich, warum wundern sich die Politiker, wenn ich doch die Wirtschaft zwingt zu einer Vollbremsung, wenn ich fast alle kleinen Mittelständler dazu zwinge, ihre Geschäfte zu schließen? Ja, woher sollen dann Steuereinnahmen kommen? Also das ist doch klar, dass die erstmal runtergehen müssen. Und dann muss man natürlich sehen, wie man das Ganze gut übersteht. Von den Hilfen, die zum Beispiel zugesagt wurde, die Bazooka, ist ja bisher auch erst eine kleine Spritzpistole angekommen. Da gibt es dann noch viele, viele Unternehmen, die warten noch auf Oktoberhilfen, auf Novemberhilfen, auf Dezemberhilfen. Und dann ist auch die Sache, was wir beim letzten Lockdown erlebt haben, im März beim ersten, da gab es ja auch Überbrückungsgelder, aber eben nur für die Fixkosten. Das heißt, man ist davon ausgegangen, die Unternehmer haben wahrscheinlich für 3 Monate Essen im Keller, dass die ja nicht einkaufen gehen müssen, um ihre Ernährungsbedürfnisse zu stillen, weil dafür gab es natürlich kein Geld. Und das finde ich auch wieder ungerecht, weil wenn der Staat schon verfügt, dass er sagt, das Geschäft muss schließen, dann bin ich der Meinung, dann sollte der auch bezahlen die Miete, den Unternehmerlohn und auch alle anderen weiteren Kosten, die anfallen, weil sonst geht es nicht. Jetzt war gerade am Samstag ein Artikel in der Wirtschaftswoche, zum Beispiel hier Corona-Impfstoffe und Tests, 19% auf alles. Das möchte ich Ihnen mal kurz vorlesen, dass Sie sehen, ja, wie doch Olaf Scholz an seinen staatlichen Einnahmen an seine staatlichen Einnahmen denkt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will den Mehrwertsteuersatz für Corona-Impfstoffe und Tests nicht auf Null setzen. Er beharrt auf 19%. Könnte man ja machen. Eine EU-Richtlinie zur möglichen Streichung der Steuer hat Scholz zwar Ende 2020 mitbeschlossen, doch für Deutschland sieht er keinen Bedarf, teilte seine Staatssekretärin Sarah Rüglewski mit. Sie verweist auf drohende Ausfälle der Länder, die Teile der Mehrwertsteuer kassieren. Derweil machen 20 Mitgliedstaaten bereits vom Brüsseler Angebot Gebrauch. Alle machen es, nur wir nicht, sagt CDU-Steuerexperte Fritz Günzler. Sein FDP-Kollege Markus Herbrand kritisiert, Scholz hat jedes Verantwortungsbewusstsein für eine kosteneffiziente Pandemiebekämpfung verloren. Ja, so ist es leider. Ja, okay, also wo Geld zu holen ist, holt sich unser Finanzminister am liebsten das Geld. Die Frage ist natürlich immer, was ich mir die Frage stelle. Ich meine, wenn man sich jetzt auch mal die Maßnahmen anschaut, viele mittelständische Betriebe haben alles getan, haben viele Hygienekonzepte umgesetzt, können es gewährleisten, dass die Leute in Ruhe einkaufen können.
Und trotzdem werden die teilweise geschlossen. Da frage ich mich immer, was macht es für einen Sinn, eine Kuh zu schlachten? Dann gibt die einfach keine Milch mehr. Viel sinnvoller ist doch, die zu pflegen, die zu hegen, dass die dauerhaft gute Milch gibt. Übertragen heißt es, dass dauerhaft natürlich die Einnahmen sprießen. Weil die hat der Staat die letzten, sagen wir, 10, 20 Jahre sehr gern genommen. Wir schauen uns doch gleich mal an, wie die Einnahmen gestiegen sind. Die sind nämlich tatsächlich gestiegen, also nicht gefallen, sondern gestiegen. Deutschland hat viel, viel mehr Steuereinnahmen als beim Antritt von der Kanzlerin der Herzen, von Angela Merkel. Wo stehen wir denn eigentlich mit den Steuern weltweit? Wenn man sich mal anschaut, wir waren jetzt vorletztes Jahr, letztes Jahr noch auf Platz 2. Mittlerweile haben wir da den Spitzenplatz erreicht. Wir sind tatsächlich bei der Steuerlast jetzt schon bei der Nummer 1 weltweit. Und wenn man sich mal anschaut, laut Business Insider, in Informations- und Kommunikationstechnologie, also Digitalisierung, da sind wir Platz 36. Und das ist für einen Standort, der nur Wissen hat, der nur Know-how hat, extrem schädlich, eben auch für die zukünftige Basis der Steuereinnahmen, so weit hinten zu sein. Wenn wir uns aber mal wieder anschauen, der Bundestag, da stehen wir wieder an Platz 2. Wir haben den zweitgrößten Bundestag der Welt. Die einzigen, die noch einen größeren Parteitag haben, das sind die Chinesen. Die haben tatsächlich 3000 Abgeordnete und wir in Deutschland sind tatsächlich Platz 2 mit 709 Abgeordneten für ein kleines Volk von 82 Millionen Einwohner. Die Chinesen haben etwa 1,3 Milliarden, also 1300 Millionen. Das sieht natürlich schon ganz anders aus. Aber wie gesagt, wir leisten uns den zweitgrößten Bundestag. Und jetzt bei der ganzen C-Geschichte hat man ja gesehen, dass der eigentlich nichts zu entscheiden hat. Also da könnte auch weg, weil es wird hinten in Hinterräumen ausgeklüngelt zwischen 16 Ministerpräsidenten und zwischen der Kanzlerin. Und da werden die Entscheidungen vorbei am Parlament getroffen, was an sich auch nicht in Ordnung ist. So, jetzt, wie sieht es denn aus? Steuereinnahmen, die letzten Jahre. Wir waren ja tatsächlich mal, Deutschland war vor 20 Jahren der kranke Mann Europas. Dann kam Gerhard Schröder, Bundeskanzler von der SPD, hat viele, viele schmerzhafte Reformen angepackt, hat auch Hartz IV umgesetzt und siehe da, die Reformen haben dazu gewirkt, dass entsprechend Deutschland wieder nach vorne gekommen ist, dass die Arbeitslosigkeit abgebaut wurde. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Schröder ca. 1 Million neue Beschäftigte, neue Vollzahler sozusagen geschaffen hat für das System. Damals war da auch das Thema 400-Euro-Jobs, hat er auch viel dafür getan. Das Thema Ich-AG hat er damals befördert, Gerhard Schröder. Also er hat tatsächlich viel gemacht, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Und jetzt, wenn man anschaut, unsere aktuelle Kanzlerin Angela Merkel hat davon profitiert, etwa 10, 15 Jahre, von den Reformen, die tatsächlich Gerhard Schröder umgesetzt hat. So, wenn wir mal gucken, wo steht Deutschland eigentlich? Wir haben 2005 Steuereinnahmen gehabt von 452 Milliarden Euro. Na, wir blenden es hier auch mal ein, dass Sie mal sehen, wie das dann tatsächlich von 2005 an nach oben ging bis 2019. 2019 haben wir, also das Jahr vor C, hatten wir knapp 800 Milliarden Steuereinnahmen. Das heißt, wenn man das mal anschaut, das ist eine Steigerung von 76% an Steuereinnahmen. Okay? Das ist ja extrem viel Geld. Überlegen Sie sich mal, von 452 Milliarden auf knapp 800 Milliarden. Das ist ja eine wahnsinnige Summe innerhalb von 14 Jahren. Okay? Und jetzt schreit Olaf Scholz und tritt an zur Wahl mit noch mehr Steuererhöhungen. Also, schauen wir uns mal an, wo die Steuerschätzung hinzeigt. Klar, jetzt ist natürlich in diesem Jahr geht die Steuerschätzung runter. Natürlich, wenn ich, sagen wir mal, den Dienstleistungsbereich abwürge, Gastronomie abwürge, Eventindustrie abwürge, dann kann da keine Steuereinnahmen mehr kommen. Woher soll das kommen, wenn die kein Geld mehr verdienen dürfen? Jetzt schauen wir uns mal an, 2020, dann werden wir irgendwo bei 728 Milliarden Steuereinnahmen landen, 2021 vielleicht bei 776, je nachdem, was in diesem Jahr noch passiert. Ich meine, das Einzige, was unsere Regierung ja momentan noch kennt, ist Lockdown und Testen. Für mich ist das Inzidenzen-Bullshit-Bingo, weil wenn man diesen Wert anschaut, ab wann ein Landkreis zum Beispiel die Geschäfte zum Teil wieder schließen muss oder nur Click und Collect anbieten darf, dann reden wir von 100 Menschen auf 100.000 Einwohner. Das sind 0,1% und die Menschen sind halt krank. Die sind erst einmal positiv getestet.
Also wäre es da nicht besser zu sehen, wie viel liegen in Krankenhäusern und vor allen Dingen auch zu wissen, wo kommen diese Personen her? Wenn die in zwei Altenheimen sitzen, warum muss ich 100.000 Menschen einsperren, wenn vielleicht zwei Altenheime betroffen sind, wo vielleicht 60, 80 Leute infiziert sind? So, 2022, da wird schon wieder gerechnet mit einem Aufschwung und 2025 geht die Steuerschätzung aus von 908 Milliarden Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden. Ich frage mich eh, warum müssen die Steuereinnahmen immer steigen für den Staat? Weil, wenn wir uns mal anschauen, in der Kaiserzeit 1871 bis 1914, da war das damals so, das heißt, wir hatten eine Staatsquote, also wo der Staat entsprechend Steuern eingenommen hat, von etwa 14%. Momentan sind wir schon bei etwas über 50%, die Staatsquote. Und damals im Kaiserreich, da hat Deutschland eben floriert. Wenn man sich mal alte Bücher anschaut, wie die Bibel oder Reichste Mann von Babylon, da wird auch geschrieben, dass man seinen Zehnten abgeben sollte. Klar, in Deutschland den Zehnten abgeben für Infrastruktur, für Polizei, obwohl für Polizei bin ich mir da jetzt auch nicht mehr so sicher, wenn ich sehe, dass die Polizisten dafür eingesetzt werden, Schlittenfahrer vom Berg runterzuholen oder Kinder, die Fußball spielen, auseinanderzutreiben. Also ob da mein Geld noch gut angelegt ist, weiß ich nicht. Aber 10%, das wäre in Ordnung. Man soll den Zehnten abgeben, den Zehnten vielleicht spenden und den Rest hat man für eigene Bedürfnisse frei. So war das mal früher in der Bibel angelegt, in großen Büchern, den Zehnten abzugeben. Ja, so war das auch im Mittelalter, dass man oft den Zehnten abgegeben hat an den Lehnsherrn, von dem ich das Grundstück bekommen habe. So, wie sieht es denn momentan aus? Also wir haben gesagt, eine Staatsquote haben wir von 50%. Jetzt gab es ja wieder eine neue Steuererhöhung und zwar, ich weiß nicht, Sie haben es bestimmt gemerkt, schon an der Tankstelle, ich habe es vorher nochmal nachgerechnet, macht tatsächlich bei meiner Mobilität 20% mehr aus, was ich bezahlen muss an Benzin. Durch die neue CO2-Steuer. Also der Olaf Scholz spricht von Steuererhöhungen, aber wir haben ja schon Steuererhöhungen. Dann die Mehrwertsteuer wurde ja auch wieder angepasst zum 01.01. von 16% auf 19%. Klar, das ist jetzt keine Erhöhung, wir hatten das ja davor auch schon, aber man hätte es auch mal bei 16% lassen können. Okay? Ja, jetzt ist die Frage, was hat jetzt Olaf Scholz mit Arthur Laffer zu tun und wer ist das überhaupt? Arthur Laffer ist ein Ökonom, der 1974 mit einigen Leuten der Regierung zusammengesessen war, damals mit der Gerald Ford-Regierung, Präsidenten der Vereinigten Staaten, mit Dick Cheney und Donald Rumsfeld. Und er hat eine auf einer Serviette aufgemalt, eine Kurve, die ich Ihnen gleich aufmalen möchte, wo er bewiesen hat oder gezeigt hat, dass nur zu einem gewissen Punkt es möglich ist, die Steuersätze zu steigen, wo die Leute dann noch bereit sind zu arbeiten und die Steuernahmen auch für den Staat steigen. Wenn man diesen Punkt überzieht, dann sinkt das Steuervolumen. Das heißt, dann gibt es auf einmal weniger Steuereinnahmen für den Staat. Schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, was der Arthur Laffer für eine Kurve kreiert hat. Also, was sagt jetzt die Laffer-Kurve aus? Die sagt Folgendes aus. Wenn wir uns mal ein Koordinatensystem anschauen. Hier oben haben wir die Menge der Steuereinnahmen. So, und hier unten, da haben wir den Steuersatz, okay? Jetzt hätten wir hier zum Beispiel 0% und hier hätten wir, sagen wir, 100%. Okay? Jetzt wäre es so, klar, bei 0% gäbe es keine Steuernahmen. Wenn der Staat jetzt 0% Steuern einholt, 0% auch auf Produkte, dann gäbe es keine Steuernahmen. Da wären wir hier unten. So, jetzt ist aber so, diese Laffer-Kurve sagt aus, bei 100% gäbe es auch keine Steuernahmen mehr, weil da ist natürlich der Punkt erreicht, wo jeder sagt, warum soll ich noch arbeiten, wenn ich 100% meines Gehaltes abgeben muss, das macht keinen Sinn. Jetzt natürlich die Frage, ab wann dieser Punkt hier knickt. Okay, das heißt, man kann die Angaben, wir stehen jetzt hier, wir schauen uns nachher mal ein Beispiel an, live, wenn Sie 5.000 Euro als Lediger verdienen, was Sie dann mittlerweile schon für den Steuersatz haben. Und dann müssen Sie sich die Frage stellen, ob es noch Sinn macht, in manchen Situationen mehr zu arbeiten. Vielleicht da noch ein Beispiel am Rande. Der letzte Unternehmer bei mir, der hat einen syrischen Mitbürger eingestellt. Und der war total verwundert nach einem Monat, wie er seinen Lohnzettel angeschaut hat und sagt, Mensch, warum kriege ich denn weniger beim Arbeiten, als ich bisher bekommen habe beim Nichtarbeiten?
Der Unternehmer hat ein echtes Problem gehabt, das zu erklären. Er hatte mal dann irgendwie erzählt, ja, in Deutschland ist es normal, da musst du dich erst hochdienen und Leistung bringen und dann verdienst du mehr. Aber mal ehrlich, was ist das für eine Motivation, wenn sie auf einmal fürs Arbeiten, sie arbeiten 40 Stunden der Woche und kriegen weniger Geld, als wenn sie 40 Stunden daheim sitzen und zocken vielleicht nur an ihrer Playstation rum oder schauen den ganzen Tag Netflix und Prime. Okay, also das ist der Punkt, wo stehen wir jetzt? Das heißt, wenn der Olaf Scholz die Steuer jetzt hier weiter erhöht, bis zum gewissen Punkt, vielleicht sind wir hier erst, dann kann tatsächlich sein, dass der Bundeshaushalt noch mehr Steuern einnimmt. Oder hier, man hat ja damals die Vermögensteuer eingeführt, aber die hat man auch wieder abgeschafft, weil sie zum einen verfassungsrechtlich bedenklich ist, also die ist, verfassungsrechtlich ist die nicht in Ordnung. Und man hat auch festgestellt, dass die Erhebung dieser Vermögensteuer mehr Geld gekostet hat als die Einnahmen. Und mit was geht die SPD in Wahlkampf? Auch wieder mit Vermögensteuern. Also verrückte Welt, weil es ist ja immer schwierig zu bestimmen, was ist an Vermögen da. Viele haben ja Vermögen gebunden Immobilie. Stellen Sie mal vor, Sie haben ein tolles Haus in einer guten Region gebaut und Sie haben einen Wert von 500.000 und der Olaf Scholz sagt dann, er hätte gern 1% Vermögensabgabe. Ja, dann sind Sie halt gleich mal bei 5.000 Euro dabei im Jahr. Einfach so, weil Sie vielleicht ein Haus in einer teuren Region gebaut haben, weil die Preise auch so hoch waren. Also es ist dann schon sehr ungerecht, finde ich. Weil im Endeffekt werden Sie erleben, dass das nicht unbedingt die Reichen treffen wird. Wer ist denn eigentlich reich? Nach unserem Bundesfinanzminister, und wenn Sie die Steuersachen anschauen, dann sind Sie als Lediger schon, gehen Sie in Spitzeneinkommen rein, wenn Sie über 54.000 Euro brutto pro Jahr erzielen. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, dass die Leistungsträger aus Deutschland flüchten. Und es ist tatsächlich so, es sind nur noch 15 Millionen da, die tatsächlich Wertschöpfung betreiben, die alle anderen mitbezahlen. 15 Millionen. Ich schaue mir einige Networker an. Und einen habe ich da jetzt gerade im Kopf, der ist vor Jahren nach Dubai ausgewandert. Und das Erste, was er dort gemacht hat, ist eine Belegverbrennungsparty am Strand. Warum? Weil Dubai kein Finanzamt hat. Er zahlt dort null Steuern. Was verdient der junge Mann? Circa 500.000 im Monat. Okay? Das wäre auch gut in Deutschland, ne? Wenn man also ein anderes Steuersystem hätte, vielleicht mit festen Steuersätzen, 15%, 25%, 35% und auch gerechtes Steuersystem, weil es ist nicht gerecht, auf die starken Schultern immer noch mehr draufzuladen, weil was sollen die dann tragen? Im Endeffekt brechen die dann irgendwann zusammen oder verlassen einfach das Land, was ja gerade passiert. Ich habe jetzt gerade mit einigen Unternehmern gesprochen, es gibt einige, die verlassen auch Deutschland aufgrund des hohen Strompreises, der ständig weiter steigt. Das sind wir übrigens auch auf Platz 1, also ganz spitze, weit oben. Okay? So, also hier nochmal zur Lafferkurve. Und irgendwann hier wird dann der Punkt erreicht sein, wenn man es dann übertreibt, auf einmal fallen die Steuereinnahmen. Das hat Arthur Laffer erkannt. Und was war das Ergebnis? Das Spannende ist, man sieht ja schon der Beispiel, man sieht ja schon der Praxis, das Beispiel hat sogar funktioniert. Und zwar damals Ronald Reagan, 1981 wurde er zum Präsidenten gewählt in Amerika, hat damals Arthur Laffer in seinen Beraterstab mit reingeholt und hat eins gemacht, der hat über ein paar Schritte die Steuern gesenkt. Und zwar, der hat die Steuern gesenkt, über 3 Jahre, gestaffelt um 25%. Und das Spannende ist, also über 25% Steuersenkung, überlegen Sie mal, was das für Deutschland heißen würde. Das würde heißen, Leistung wird sich wahrscheinlich wieder viel mehr lohnen. Die Leute würden viel mehr Spaß haben, auch mal viel mehr zu machen, viel mehr zu bewegen, weil mehr übrig bleibt. Und tatsächlich ist passiert, dass das Steueraufkommen hat sich von im Jahr 1980 von 244 Milliarden Dollar auf 446 Milliarden Dollar entwickelt. Also das heißt, fast eine Verdoppelung der Steuereinnahmen. Und jetzt kommt der nächste Punkt noch. In dieser Zeitspanne wurden über 20 Millionen neue Jobs geschaffen. Also das kann wieder zu einem Jobwunder führen, weil wir haben ja auch einen Bodensatz von etwa 3 Millionen Arbeitslose plus Sozialhilfeempfänger, sind wir irgendwo bei 8 Millionen plus vielleicht zugereiste Menschen, dann sind wir bei 10 Millionen, die momentan nicht arbeiten. Also da wäre noch viel Potenzial da, was wir nutzen können. Die Frage ist auch immer, können Politiker mit Geld umgehen? Und wenn man es mal betrachtet, ein ganz kleines Beispiel, da können wir jetzt ganz viele Beispiele rausgreifen, aber es ist jetzt nur eins, zum Beispiel zahlt gerade die Bundesregierung an die Apotheken 6 Euro für die Masken, ne, im Gesicht gerade, wo die Apotheken im Schnitt 50, 60 Cent bezahlt haben. Das heißt, die Apotheken machen hier 500% Gewinn und bezahlen tun sie als Steuerzahler.
Oder schauen Sie an Berliner Flughafen, was der gekostet hat, wie die Kosten explodiert sind. Bauzeit 9 Jahre. Ich glaube, in Shanghai haben die sowas Ähnliches hochgezogen in 2 Jahren. Und der ist auch funktionsfähig. Unserer ist ja schon wieder sanierungsbedürftig. Also da muss man immer fragen, sind die Steuergelder gut aufgehoben? Wäre es nicht besser, wenn man die Steuergelder gezielt einsetzt, wenn die Politiker mit dem Geld so umgehen würden, als wäre es ihr eigenes Geld? Und müssten wir auch dafür haften. Na, weil, wenn wir uns mal anschauen, die SPD, die konnten leider noch sehr, also ich weiß, in der Vergangenheit konnten die noch nicht so gut mit Geld umgehen. Na, wie gesagt, Unterschied war jetzt vielleicht Gerhard Schröder, der einiges initiiert hat. Der war auch mutig, hat die Vertrauensfrage gestellt, gerade aktuell bei der Kanzlerin der Herzen. Die traut sich ja nicht, die Vertrauensfrage zu stellen, aber der Gerhard Schröder hat es damals sogar gemacht. So, jetzt schauen wir uns mal an, was denn eigentlich schon an Steuerbelastung da ist. Ich habe jetzt mal durchschnittliches Einkommen rausgenommen, und zwar ein Einkommen von 5.000 Euro. Okay, dass Sie einfach mal sehen, ich glaube 5.000 Euro ist nachvollziehbar, das haben viele. Machen wir 5.000 Euro, Steuerklasse 1, okay, ledig. Das ist mal die Maßgabe hier. Wir blenden es mal ein, aber nur mal, dass Sie die Abzüge sehen. Das heißt, ich habe ja Lohnsteuer, 960 Euro. Wir haben Rentenversicherung, 465 Euro. Das ist ja auch Geld, was erstmal weg ist. Bei der Rentenversicherung wissen Sie ja auch nicht, ob Sie wieder was zurückbekommen, weil wir reden ja hier von einem Schneeballsystem, Generationenvertrag. Sie hoffen, dass irgendwann jemand nachwächst, der Ihre Rente bezahlt. Aber wenn das so weiterläuft, sehe ich da ein bisschen schwarz. So, also, was bleibt übrig? Es bleibt übrig hier, das ist brutto. Und das ist netto. Schreiben wir es mal hin. Haben wir 2.966 Euro, okay? 2.966 Euro, die bleiben netto übrig, okay? So, jetzt haben wir hier schon einen Abzug, wenn man das betrachtet, von... sind nur 40% Abgaben. Okay, haben wir hier schon, 40%. Jetzt ist es ja so, das ist ja nicht alles. Wir zahlen ja bei jedem Einkauf Steuern. Wir zahlen ja bei jeder Tankfüllung Steuern. Wir zahlen ja beim Hausbau. Jetzt stellen Sie vor, Sie bauen ein Haus für 500.000 Euro. Da sind 19% Mehrwertsteuer drin. Das sind knapp 80.000, 90.000 Euro, die hier in den Staat weggehen. Ich drösel es mal ein bisschen auf und dann berechnen wir mal den Steuersatz, den Sie tatsächlich haben. Als relativ, sagen wir mal, ist das jetzt Gutverdiener? Ich weiß es nicht, 60.000 Euro im Jahr ist auf jeden Fall der Verdienst bei Bosch, ich denke mal bei Daimler, bei Audi, bei Siemens, das sind die gut bezahlten Industriejobs draußen, okay? Gucken wir uns mal an. Sie tanken im Monat, brauchen Benzin. Sagen wir, Sie brauchen Benzin für 300 Euro. Dann steckt hier auch etwa, ich mache es jetzt mal einfach, dann haben wir hier 80% Steuern drin. 80% Steuer. Okay, weil gerade Benzin ist ja ganz verrückt, da ist ja Mineralölsteuer drauf, da hat man mal die Ökosteuer draufgeschmissen, dann hat man jetzt die CO2-Steuer drauf und yippie, auf alles drauf kommen noch die Mehrwertsteuer von 19%, ne? Also auf die Steuern zahlen Sie nochmal Steuer drauf. Wir haben hier ein Produkt, was mit 4 Steuern belegt ist. Okay, da haben Sie pro Liter ca. 80 Cent bis 1 Euro allein Steuern. Ja, dann haben wir hier in dem Beispiel jetzt, da hätten Sie 240, das sind Steuern, 240 Euro Steuern. Ziehen wir es mal hier ab. 240 Euro weitere Steuern. Ja? Weil wenn die ja nicht drauf wären, dann wären die ja weg. Dann haben wir zum Beispiel Strom. Strom ist auch so ein spannendes Thema. Der Strom an der Strombörse kostet 6 Cent. Wenn Sie ihn bestahlen, kostet 30 Cent oder jetzt sogar 32 Cent. Das heißt, Sie haben, sagen wir mal, 100 Euro Stromkosten für Ihr Haus. Dann haben Sie hier 80 Euro Steuern drin. Im Strom, okay? Dann Konsum. Konsum kommt darauf an, jetzt einkaufen. Klar, wenn Sie Lebensmittel einkaufen, haben Sie 7%, manche Dinge wieder 19%. Tun wir es einfach mal runterbrechen. Sie haben ja hier ein bisschen Geld übrig. Jetzt geben Sie für Konsum aus. Konsum 1.500 Euro. Und da sind Steuern drin. 19% sind 285 Euro. 285 Euro, okay? Dann haben wir noch Thema Wohnen. Und zwar das Thema Wohnen. Sagen wir mal, Sie investieren 1.000 Euro. Jetzt ist ja so, wenn Sie jetzt Miete bezahlen, dann sagen Sie, naja, Miete zahle ich ja keine Mehrwertsteuer. Ja, da haben Sie recht. Nur stimmt es auch wieder nicht, weil wenn Sie ja
irgendwas mieten, dann hat ja der Eigentümer das Ding gebaut, saniert, hat auf den ganzen Preis, der hat sich ja nach oben gedrückt, durch die Mehrwertsteuer, durch die 19%. Und natürlich legt er das auf die Miete um. Okay? Wenn Sie ein Haus bauen, was wir vorher gerade das Beispiel erwähnt haben, 500.000 Euro, mit circa, machen wir es mal leicht, 100.000 Euro Steuern drin, dann haben Sie 400.000 Euro netto investiert, müssen aber 500.000 Euro bezahlen. Also Sie haben trotzdem hier 20% Steuer drin. Das heißt, wir sind hier auch bei 190 Euro Steuern. 190 Euro Steuern. So, wenn wir das jetzt abziehen und ich richtig gerechnet habe, dann sind wir hier 2,966 bleibt Ihnen netto übrig. Wir ziehen das noch ab, Steuer bei Benzin, Steuer bei Strom, Steuer bei Konsum, Steuer bei Wohnen und kommen hier bei einem Netto von 2.171 Euro. Und wenn wir das jetzt rechnen, ne, Sie nehmen einfach den Betrag, ermittelte Differenz mal 100 geteilt durch die 5.000, dann haben Sie den richtigen Steuersatz und dann stehen wir jetzt hier schon bei einem mittelprächtigen Einkommen oder bei einem guten Einkommen. Okay, aber es gibt ja auch Leute, die verdienen 10.000 Euro, das ist es dann noch höher. Das heißt, wir sind hier bei 56,58%. Das ist ja hier tatsächlich Steuersatz. So, jetzt nochmal zu unserem Beispiel von vorher. Stellen Sie aber selber die Frage, wo glauben Sie, wo die Reise hingeht? Wo sind wir hier bei dieser Lafferkurve? Wenn wir jetzt bei 56% mit, sagen wir mal, Konsumsteuern, Verbrauchsteuern, Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Abgeltungssteuer, es gibt ja immense Arten von Steuern, immer noch die Sektsteuer, wo wir die Flotte von König Wilhelm finanziert haben, damals im Ersten Weltkrieg, die wird immer noch bezahlt. Also hat keiner mal gesagt, Mensch, wir schaffen die ab, weil die Flotte ist schon lang weg, die ist untergegangen, den Wilhelm haben wir schon verbannt, Königreich Deutschland ist vorbei. Ja, also könnten wir auch die Sektsteuer weglegen. Aber nein, wenn Steuern mal eingeführt sind, dann werden die leider oft gar nicht mehr abgeschafft oder am besten nochmal Steuern draufgesattelt. So, ja, schreiben Sie mir gerne mal drunter, was Sie zu dieser ganzen Berechnung sagen, was Sie glauben, wo es hingeht. Wir haben ja schon bei dem letzten Video, wo wir gesagt haben, Katastrophe, die Leistung her, verlangtes Land, war es eine recht spannende Diskussion unter dem Video. Da waren auch viele drunter, die sind tatsächlich schon aus Deutschland weg, weil es andere Länder gibt, die vielleicht spannender sind. Ich habe einen zum Beispiel zum Edelmetallhändler ausgebildet und da habe ich gesagt, fängst du jetzt an in Deutschland? Der hat davor seine Firma verkauft und hat gesagt, nee, in Deutschland hat er einfach keinen Bock mehr, als Unternehmer tätig zu sein. Der ist nach Kanada ausgewandert. Also der verkauft jetzt in Kanada Blockheizkraftwerke. Also so kann es gehen und ihm scheint es sehr, sehr gut zu gehen. Ich habe mit dem mal zwischendrin telefoniert und da ging es ihm wunderbar. Okay? So, ja, wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben, geben Sie das Video gern weiter, schreiben Sie Ihren Kommentar gern drunter. Ich bin da mal gespannt, wie Sie die Situation sehen. Können wir noch die Steuern erhöhen? Welche Steuern? Sollte man vielleicht mal ein anderes Steuersystem aufsetzen? Ich bin mal gespannt, ob der Finanzminister der Herzen auf uns hört. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Danke und tschüss.